Willkommen zum Saisonauftakt der Season 8 der F1 Bros League hier aus dem wunderschönen Bahrain in der Wüste von Sakhir. Das Rennen wird euch präsentiert von Krombacher und wie immer dem Alkoholfreien von Krombacher, Krombacher Frittenfett in der Bean Delicious Edition. Viel Spaß mit dem Saisonauftakt. Und damit begrüßen wir euch zur neuen Saison der F1 Bros League Season Nummer 8. Sie beginnt dieses Jahr nicht wie gewohnt in Australien, in Melbourne. Nein, wir sind in Sakhir auf dem Bahrain International Circuit zum Auftakt. Das hatte die Bros League in der Geschichte noch nie. Und wir hatten es auch noch nie, dass die Testtage direkt vor dem offiziellen Ligarennen auf der gleichen Strecke stattgefunden haben. Wir haben wieder ein 20-Mann-Feld an den Start gebracht hier in Bahrain. Leider müssen wir aber auch sagen, es sind nur deren 16 Stammfahrer und 4 Ersatzfahrer mit dabei. Darum kamen wir leider nicht herum, aber ein volles Feld ist bekanntlichermaßen immer noch besser als ein kleines Feld. Und im Qualifying, da ging es schon mit Problemen zustatten bei der Williams Crew. NK Noah, neu zu Williams gewechselt, fliegt direkt einmal ab. Bergrunter, das war nach Kurve 7, da hat er wohl den Curb zu hart mitgenommen und macht einen Ausflug Richtung Narnia. Matteo macht es ihm gleich. Eine tückische Stelle. Da hat er auch Glück, dass nur die Endplate kaputt gegangen ist. Das könnte in einem deutlich desaströseren Crash enden können, als es letztendlich war. Und hier onboard bei Steo, auch der mit seinen Problemen, also die neue Saison, bestückt von Problemen mit der Traktion, mit der Beherrschung des Boliden. Sei es bei Renault, sei es bei Williams oder aber auch bei Alfa Romeo. Und wir sind onboard bei Crazy Kenneth, bei einer Hotlap im Ferrari. Diese Konstellation, die wohl keiner für möglich gehalten hat. Bestes Qualifying, ein dritter Platz 2013 hier in Bahrain, damals im Caterham. Leider Gottes bezweifeln aber die Experten und auch ich, dass dieser dritte Platz egalisiert werden kann. Aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren, währenddessen wir hier eine kleine wilde Fahrt von Crazy Kenneth sehen. Nichtsdestotrotz persönliche Bestzeit im ersten Streckenabschnitt. Der macht das für seine Verhältnisse, für seine aktuellen Verhältnisse doch ganz schön okay. Er hofft sich wohl am ehesten ein Top-10-Finish hier rauszuholen im Qualifying. Kleine Lockups sind Programm. Diesmal fliegt er nicht hier ab. Im Preseason-Test hat er seinen Wagen dort an der linken Stelle platziert, parkiert und wurde dann auch disqualifiziert. Das wollen wir von Crazy Kenneth an diesem Rennwochenende nicht sehen. Immer noch auf persönliche Bestzeitkurs, aktuell fast eine halbe Sekunde schneller. Und er hat auch einen lila zweiten Sektor. Absolut schnellster im zweiten Abschnitt der Strecke, währenddessen Chris Lester eine 25,5 in den Asphalt setzt. Die Frage ist, was kann Crazy Kenneth? Egalisiert er doch noch ein saugutes Qualifying? Egalisiert er P3? Das werden wir sehen. Es ist eine klare Verbesserung. Über eine halbe Sekunde, aktuell P6. Aber da fehlt nicht viel auf die Spitze. Und wir sind auch schon in der Endphase dieses Qualifyings angelangt. Charles Leclerc wartet auch lange darauf, bis seine Zeit setzt, bis zur letztmöglichen Runde hat er sich jetzt hier Zeit gelassen. 20 Sekunden sind es noch auf der Uhr. Lucky hat seine Session in der Zwischenzeit schon aufgegeben. Wenn wir da mal auf den Tower schauen, da gibt es doch aktuell einige Überraschungen. Unter anderem Lotsberg nur auf Rang 19. Das wäre ein Desaster zum Saisonauftakt des amtierenden Vize-Weltmeisters aus der letzten Reihe zu starten. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob er sich noch verbessern kann in seinem letzten Outing. Nicht irritieren lassen, die Zeit auf der Spectator-Ansicht, die ist ein bisschen weiter vorne. Offiziell geht es noch etwa so 20 Sekunden, bis hier die schwarz-weiß karierte Flagge geschwenkt wird. Deswegen ist auch noch nirgendwo das Zeichen, dass die Leute ihre Session schon beendet haben. Aber viele schon in der Box und Charles Leclerc, wir sind da weiterhin drauf. Der hat ein bisschen Verkehr vor sich. Die stehen da links und rechts, als wäre es Rush Hour und sie suchen vergeblich einen Parkplatz. Die Tiefgarage war nämlich belegt, muss man halt mit den billigen Plätzen an der Oberfläche Bekanntschaft machen. Und da schaltet die Regie weg und wir sehen einen spektakulären Dreher von Marcus im Alfa Romeo und kommen direkt zurück zum Red Bull von Charles Leclerc. Wohin katapultiert es den Vize-Weltmeister von 2017 in der Championship? Er kommt über den Strich und es reicht für P7, ein Ausrufezeichen für den Rückkehrer
bei Red Bull Racing. Aber wir haben immer noch Fahrer, die unterwegs sind, um eine schnelle Zeit zu setzen. Unter anderem Helim bei Racing Point. Der einzige Fahrer im Grid, der sein Team nicht gewechselt hat. Er behält also die konstante Racing Point bei sich, möchte mit dem Team die Erfolge nachholen, die er letztes Jahr knapp verpasst hat. Ein kleines stehendes Rad am Ende. Swaggy geht auch auf die 7 an Charles Leclerc vorbei und Helim. Geht es für ihn nach oben? Nein, er bleibt auf P6. Eine kleine Verbesserung gibt es, aber nicht positionstechnisch. Steo auf der 18 und wir warten natürlich auch noch gespannt, was liefert uns Lotsberg. Aber zuerst haben wir noch Chris Lester. Eine Wundertüte. Chris Lester, wenn er den Groove findet, dann ist er ein Mann, der richtig stark unterwegs ist und auch mal ein Podium wahrnehmen könnte. Er kommt über den Strich, eine Verbesserung. Gibt es seitentechnisch? Ja. Positionstechnisch? Nein. Und wir warten immer noch auf Lotsberg. Encanor geht auch nach oben in die Top 10 auf P8. Und was macht Lotsi? Da ist er. Auf Start und Ziel. Reicht es für ein super Ergebnis? Und jawohl, es reicht tatsächlich. Der Sprung von P20 nach vorne auf P1. Eine Zehntel schneller als sein Kontrahent Matteo. Und das ist saueng. Die ersten 6 innerhalb vom 13. Pentelox Benhitz komplettieren Reihe 2. Chris Lester, Laxnacken Junior, Helim, dann der erste Ersatzfahrer Swaggy, Encanor und Charles Leclerc. Eine Top-10-Liste, die doch ein bisschen Würzung reingebracht hat. Und außerdem ist es ein neuer Rekord, neuer Streckenrekord im Qualifying von Lotsberg, eine 1:25.270. Dann außerhalb der Top 10 haben wir aktuell Frustler neben Hannes, Markus Crazy Kennis dahinter, A-Block neben Bergmann, Lucky und Sebastian in der vorletzten Reihe und in der letzten Reihe finden sich dann Steo und Ersatzfahrer Krapo. Der Saisonauftakt der F1 Bros League live mit Krombacher. Fangen wir runter zum Ende. Schönen guten Abend, da ist du Persi. Ich wollte Ihnen herzlich. Ist okay, Zementa, lass unten. Ich wollte herzlich. Zementa, lass die Fensterscheibe unten. Lass die Fensterscheibe unten, Zementa. Unten. Zementa, unten. Herzlich willkommen, meine. Zementa, bist du verblödet oder bist du verblödet? Lass die Fensterscheibe unten! Ich versuche gerade die Leute zu begrüßen! Zementa! Unten! Und Kia. Genießen Sie es. Der Weltmeister ist raus. Müller zieht sich nach dem dominanten letzten Jahr zurück. Zurückbleiben viele Siege und Erfolge. Wir machen den Favoritencheck, wer ihn nächstes Jahr beerben kann. Fahrer Nummer 1, Lotsberg. Tja, 2018 hat es schon mal geklappt. Doch letztes Jahr lief es gar nicht. Pleiten, Pech und Pannen, die dürfen dieses Jahr bei McLaren nicht passieren, damit es klappt mit Titel Nummer 2. Benhitz ist unser Favorit Nummer 2. Tja, bisher unter dem Radar geschwommen, doch dieses Jahr soll es mit Haas auf jeden Fall besser werden als letztes Jahr mit Mercedes. Titel Nummer 1 soll kommen. Der Rückkehrer Lennart. Tja, Ende 2018 sehr stark gewesen. Dieses Jahr soll es mit Red Bull den ersten Titel geben. Unser letzter Favorit, Matteo. Bisher noch nie einen Sieg gefeiert. Vielleicht schafft er das auf jeden Fall. Und wenn er sich richtig anstrengt, ist er vielleicht sogar der erste Titel. Ja, und damit sind wir auch schon wieder im Geschehen, im Renngeschehen, will ich gleich sagen. Runde Nummer 1, Bahrain-Rennen, Rennen Nummer 164 in der F1 Bros League. Und wen habe ich denn heute neben mir in der Kommentatorenkabine? Leider nicht Dennis Binder, aber wir konnten Tobias Blum überreden, mit mir zusammen dieses Rennen zu kommentieren. Vielen, vielen Dank. Ja, neue Saison, neues Glück, wie man so sagt. Nach dem Showdown im letzten Jahr steht heute wieder alles auf Anfang, alles auf Null. Im Qualifying gab es einige Überraschungen und ich bin heiß wie Frittenfett auf dieses erste Rennen der neuen Saison. Die Strecke, die hat es in sich. Ein wirklicher Mix aus Hochgeschwindigkeit und hohem Abtrieb. Und im letzten Rennen wurde es schon richtig spannend. 0,4 Sekunden zwischen Lotsberg, als er da gewonnen hat, und dem Zweitplatzierten hier in Bahrain. Wir schauen auf die Strecke. Der Circuit Asfakir in Bahrain. Insgesamt 5,4 Kilometer, 15 Kurven und zwei DRS-Zonen. Das ist die Strecke.
und wir gucken auf die Action Zones. Fangen an natürlich mit Kurve 1 nach der langen Start- und Zielgeraden. Hier mit DRS anbremsen, da kann es ganz schön heikel werden. Man muss seinen Bremspunkt wirklich erwischen und dann dieser Ausgang auf die kleine Gerade, der dann Kurve 4 folgt, wo man sich innen dran vorbeiwagen könnte. Aber man braucht natürlich eine Menge Geschick und vielleicht auch die Kooperationswilligkeit von seinen Gegnern. Dann kommt dieser geschwungene Mittelsektor als nächstes mit den Kurven 6 bis 8 und 9. Und dann kommt dieses Anbremsen für Kurve 10. Das Innenrad wird dort entlastet, denn das Auto, das neigt sich natürlich auf die Außenseite. Und dann kann es leicht passieren, dass man den Scheitelpunkt verpasst. Ja, und dann können Fehler passieren. Kurve 11, eine weitere Überholmöglichkeit. Aber auch hier ist die Kooperation vom Vordermann gefragt. Haben wir in der Vergangenheit häufiger erlebt. Ganz genauso die Kurve 13 hier mit dem Dreher für René damals im Force India. Noch einmal der Blick auf die Startaufstellung hier. Los, Bert auf Platz 1 und Matteo mit ihm in der ersten Startreihe. Pentalox und Ben Hitz finden sich dann direkt dahinter in Reihe 2. Und dann kommen schon einer der Geheimfavoriten, Chris Lester von meiner Seite und Lachsnacken Junior. Helim direkt dahinter. Neben ihm findet sich dann auch Sveki und in den Top 10 dann noch Elkanor und Charles Leclerc. Weiter geht es mit Throssler im Ferrari auf Position 11. Startet heute vor Hannes, vor Markus und vor Crazy Canis im zweiten Ferrari. Sein Debüt für die Scuderia hier. Ablock dahinter, Bergmann dahinter für Haas. Und dann geht es in den letzten Teil der Startaufstellung mit Leonardo Lucky, Sebejuls und in der letzten Reihe Deju und Crapo. Ja, Mensch Tobi, man muss auch ganz klar sagen, die Favoriten zeigen sich schon früh, aber es gibt auch deutlich Negativüberraschungen. Ein Noah Bergmann auf Rang 16, der hatte so einen Lauf gegen Ende der letzten Saison und ist da hinten. Das ist schockierend. Und ganz sicher nicht das, was er erwartet haben wird. Sein Debüt für Haas, letztes Jahr noch für Williams gestartet, dort für einige Überraschungen gut gewesen. Heute mit den Medium-Reifen möchte er in das Rennen starten und ausgehend davon natürlich viele Positionen aufholen. Und im Idealfall so in diese Gegend hier kommen, zum Beispiel in die Gegend von Chris Lester, der heute auf Platz 5 startet. Man muss auch noch dazu sagen, wenn wir hier schon bei Chris sind, der fährt ja noch mit der Ideallinie, weil sie sind ja generell erlaubt. Bergmann hat sich ja die Ideallinie abgewöhnt oder ist dabei und ist auch deswegen weiter hinten anzutreffen, als es üblicherweise wäre. Aber wir wünschen ihm viel Erfolg auf seinem neuen Weg, ohne Verhelfen zurechtzukommen. Über lang oder früh, wie man es nehmen möchte, wird das sicherlich auch der Fall sein. Aber ansonsten, wenn ich mir die Startaufstellung anschaue, all die Favoriten vorne, Lotsberg, Matteo, ganz klar, Pentalox nimmt das Momentum ebenfalls mit. Aber eine ganz große Überraschung für mich ist eigentlich auch an der Stelle, Swaggy hat ein Jahr lang nichts gerissen und findet sich direkt auf der 8. Ja, das muss das pure Talent sein. Egal in welches Spiel er steigt, egal in welches Fahrzeug er steigt. Platz 8 im Saisondebüt, keine schlechte Ausgangslage natürlich für den Saisonauftakt. Ich finde ganz interessant übrigens, während wir hier die letzten Meter der Einführungsrunde erleben, wie unterschiedlich unsere Fahrer an die Kameraeinstellung hineingehen. Einige starten aus der TV-Cam, aus der berühmten T-Cam, andere starten in der Onboard-Ansicht. Ich finde das sehr interessant zu sehen, wie die Fahrer unterschiedlich an, naja, den visuellen Eindruck, den sie vom Rennen erleben möchten, herangehen. Ja, und vor allem, wie sie auch die T-Cam individuell anpassen. Das haben wir gerade gesehen, der Alpha Tauri da von Hannes hat eine komplett andere Sichtweise als jetzt der Ferrari von Crazy Kennis. Also da spielt jeder mit x-beliebigen Settings rum, dass es ihm am besten gelingt, um die Strecke zu kommen. Und das ist eben auch so etwas Faszinierendes. Und deswegen kommen auch wahrscheinlich immer wieder die Leute in den Kommentaren und fragen, was sind denn die Kamerasettings? Aber das ist eine Sache off-track. Wir konzentrieren uns jetzt gleich auf den Start zum Saisonauftakt für Season 8. Ja, die letzten Fahrer stehen jetzt in ihrer Startaufstellung. Die Autos sind heiß. Hier kommt die Ampel. 5 rote Lichter. 3 sind an. 4 sind an. 5. Und Abfahrt, meine Herren, für die neue Formel-E-Saison in der F1 Pro Liga. Teams Deo führt das Feld auf dem Weg in Kurve 1. Losbert möchte schon angreifen und dem gelingt das auch. Hinten wird es ganz schön eng. Und da knallt's ordentlich. Da ist einer der Sauberpiloten, Alpha Romeo, hinten reingefahren.
hat's okay, ordentlich gescheppert in Kurve 1. Und das Safety Car muss sofort nach einer Kurve, nach einer gefahrenen Kurve schon auf die Strecke kommen. Also der Massencrash. Ich dachte ja schon letztes Jahr in Melbourne, das war ja schon eine Einzelheit. Aber dass man das in Season 8 in der ersten Kurve schon toppen möchte. Also Leute, sowas hatte ich dann doch nicht im Sinne zu erleben. Aber es ist passiert, da liegen überall Carbonteile. Aber alle noch im Rennen. Alle noch im Rennen, das ist ganz schön überraschend. Da ist einer der Alfa Romeo-Fahrer richtig reingerast. Ich glaube, es war Markus, der da, ich möchte ihm jetzt nichts Falsches unterstellen an der Stelle, aber ich glaube, einer der beiden war es auf jeden Fall, die zumindest für die Kollision oder waren die ausschlaggebenden Fahrer für diese Kollision. Und im Hinterfeld werden jetzt auch noch einige Positionen hin und her getauscht, so wie das aussieht. Natürlich, hups, sag ich doch, so kann man auch Positionen tauschen. Capo fährt vorbei an Stelio. Ob das jetzt ganz so rechtens ist, wird die Rennleitung gleich entscheiden. Aber es scheint mir so, als gäbe es dort unter gelben Flaggen, wo ja eigentlich Überholverbot ist, einige unplanmäßige Manöver, wodurch die Fahrer jetzt die natürliche Ordnung wiederherstellen und sich gleich hinter dem Safety Car aufreihen und dann das Rennen hoffentlich so bald wie möglich wieder aufnehmen. Ich glaube aber auch, die Überholmanöver von Krapp und jetzt auch A-Block gegenüber Steo, die sind okay, weil Steo, der hat einen kaputten Flügel, der geht die ganze Zeit off-track, also man kann vorbeigehen. Und ich glaube auch mittlerweile den Anschein zu haben, dass es nicht Markus war, der Auslöser war, wenn ich diesen Frontflügel sehe. Das könnte auch Steo gewesen sein. Der kam ja von so weit hinten, der hätte ja so viel Speed drauf gehabt. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Und schau an, die Boxenstops, die sind schon da. Matteo unter anderem nach Runde 1 schon in der Box. Das ist sehr interessant, wechselt auf die harten Reifen, das ist ganz schön eng, mal gucken, ob er es schafft bis zum Rennende, planmäßig eigentlich zwei Stops mit zweimal Medium. Wir schauen uns mal den Start an, Onboard aus Kenny, da hat er ein bisschen Wheelspin, auch Hannes vor ihm, ordentlich Probleme, die Kontrolle zu behalten. Und jetzt schauen wir mal in den Rückspiegel oben, da sehen wir, da kommt der Alfa Romeo angeflogen, aber wir konnten immer noch nicht erkennen, welcher das war. Aus der Sicht von Lucky können wir es erkennen, der rechte Alfa Romeo. Ja, es ist schwer. Und ja, jetzt die Bestätigung, es war also Team Steo. Und das gab ordentliches Gerangel in Kurve 1. Kein Wunder, kam das Safety Car mit Bernd Mailänder zum Einsatz. Wie war das mit Rush Hour im Qualifying? Das ist mal eine Rush Hour. Ja, da wollten sie alle zur Arbeit. Ja, eifrig nach der langen Sommerpause. Nee, Max ist in die Box, glaube ich. Langer Sommerpause, ja, du sprichst es ja an. Die Jungs hatten eigentlich in etwa einen Monat Pause zwischen dem letzten Ligarennen von Season 7 und Season 8. Wir haben uns dann auch noch eine längere Produktionspause erlaubt, deswegen halt erst im September der Saisonstart auf YouTube. Nichtsdestotrotz, es ist eines der früheren Release-Termine, die wir angepeilt hatten. Und wir hoffen auch trotzdem, dass die Saison weiterhin ihren Schwung mitnehmen wird. Die Fahrer sind jetzt natürlich dabei, ihre Autos nach Möglichkeit auf Temperatur zu halten. Da gilt es sowohl die Bremsen auf Temperatur zu halten, denn in Kurve 1 sind hohe Bremstemperaturen wirklich wichtig, damit die Bremse sofort greift, wenn man auf den Stempel drückt. Andererseits natürlich auch die Reifen auf Temperatur halten. Das gilt gerade für diejenigen, die frische Pneu aufgezogen haben. Da möchten die Fahrer beim Restart so um die 100 Grad Celsius Temperatur erreichen, um möglichst viel Grip zu haben, wenn es durch die Kurven 1 und 2 geht. Ja, dem ist von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Das hast du schön analysiert, schönes Fachwissen, was du damit einbringst. Das ist das Fachwissen, das bei mir hier oben im Köpfchen noch ein bisschen fehlt. Das müsste man sich noch angewöhnen. Irgendwann wird das auch der Fall sein. Und wir haben auch jetzt die erste Untersuchung zwischen Charles Leclerc und Swaggy. Das dürfte einer der Zwischenfälle gewesen sein von Kurve Nummer 1. Ah, nicht sogar Kurve 1. Overtaking under Safety Car. Und wer sich jetzt fragt, ja Moment mal, man kann doch unter Safety Car gar nicht überholen, dass das Spiel gar keine Strafe gibt. Ja, da müssen wir euch eines Besseren belehren. Leider doch, Codemasters hat es zu Beginn des Spieles einfach vermasselt, dass man eine Strafe bekommt, wenn man unter Safety Car überholt. Das kann man wirklich durchziehen und da muss man wirklich darauf appellieren, dass die Leute das nicht machen. Und das finde ich halt schade, aber da müssen die Stewards immer noch ein extra Auge drauf werfen. Wenn das Spiel es zulässt, dann muss man das auch irgendwie kontrollieren können.
Wegen dem Matteo-Boxenstopp haben wir jetzt übrigens vier, ich nenne sie jetzt mal Asse, ganz vorne im Feld. Das wird ein richtig heißer Kampf in den nächsten Minuten. Lotsbert vor Hitz, Pentalox und Lester. Und auf der alternativen Strategie Matteo, den sollten wir auch noch nicht aus der Rechnung rausnehmen. Safety Car kommt am Ende dieser Runde rein. Gleich wird's wieder richtig spannend. Das immer zu sehen ist, wer wie viel. Ja, man muss sich auch fragen, wer bereitet sich jetzt am besten vor? Wer hat jetzt die besten Bedingungen, wenn man da auch noch kurz schaut im Tower, wer wie viele Plätze gewonnen hat? Die oben natürlich alle noch auf ihren gestarteten Softreifen oder generell ihren gestarteten Reifen. Die meisten dürften aber diesen Soft drauf haben. Jawohl, da die Bestätigung in den Top 10. Und Lotsbert, der Fuchs, der macht eine ganz langsame Restartphase. Ben Hitz versucht das aber mit cleveren Köpfchen mitzugehen. Ob ihm das gelingt gleich, werden wir sehen. Das kann auch ganz schön böse ins Auge gehen. Ich sehe da irgendwie schon vor meinem Auge die Frontflügelteile fliegen im hinteren Teil des Feldes. Jetzt wird Lotsbert gleich aufs Gas treten. Er darf natürlich das Tempo bestimmen. Sobald das Safety Car weg ist, ist der Führende in der Rolle, jetzt das Tempo zu bestimmen. Das tut er in diesem Moment. Lotsbert geht über die Ziellinie, startet Runde 4 von 29 und Hitz ist wirklich nah dran. Der wird es in Kurve 1 versuchen. Schau! Doch nicht ganz nah genug dran. Trotzdem dahinter wird es eng. Das sind Chris und Pentalux und Encanoa möchte auch noch mittanzen. Meine Herren, da geht's ordentlich ab im Mittelfeld. Kommen alle auch sauber durch. Es gab noch kein Geschrei im Hintergrund. Wir sind auch keinen Dreher, keine gelbe Flagge. Schön, immerhin mal einmal haben wir unter freien Bedingungen erlebt, dass alle in etwa durchgekommen sind. Okay, zu früh gefreut. Es gibt eine gelbe Flagge. Da hat sich, glaube ich, ein Haas gedreht. Das dürfte Bergmann gewesen sein. Am Ende des Feldes wieder anzutreffen. Aber wir müssen da wirklich mal auch Ben Hitz loben. Der hat die Situation super erkannt und der bleibt dran. Der will diesen Sieg unbedingt. Mit all seiner Erfahrung natürlich. Lotsbert und Hitz, einer der beiden erfahrensten Fahrer hier im gesamten Feld. Natürlich, die beiden kennen sich aus allerlei Rennserien, aus allerlei Fahrzeugen. Die fahren seit Jahren miteinander, die beiden Knaben. Ja, und Hitz, beziehungsweise hat sich davon nicht beeindrucken lassen, von diesem langsamen Fahren von Lotsbert. Sehr clever gemacht. Das war hart. Und gerade eben noch die Einblendung zwischen Leclerc und Swaggy. No further action. Ging wohl alles mit rechten Dingen zustatten, gab kein illegales Überholmanöver. Und deshalb fahren die auch weiterhin ihr Rennen, so wo sie gerade sind. Also, wenn wir da mal kurz raufschauen. Es ist überall so ein kleines Gebettle. Dann auch Charles Leclerc, der Erste, der schon eine größere Lücke hat. Lucky, der hat auch schon 2 Sekunden Rückstand auf die Punkteränge. Auf seinem harten Reifen, aber auch irgendwie verständlich. Und wir sind on board, den Fokus auf Swaggy gerichtet, der heute Grubknecht im Renault ersetzt. Der attackiert Bergmann runter zu Kurve 1, der hat die Innenbahn, aber Bergmann später auf der Bremse und sagt sich so einfach, Mignon, kommst du dann doch nicht an mir vorbei. Einer der großen Verlierer am Restart ist Matteo übrigens gewesen, der hat seine alternative Strategie momentan nicht wirklich ausfahren kann, hat 3 Positionen verloren in der ersten Runde nach dem Safety Car, momentan auf Platz 16 unterwegs, gibt die nächste neue Arbeit für die Rennleitung, Bergmann und Maxo werden untersucht. Causing a collision, also da, das müsste irgendwo gewesen sein beim Restart oder während der Safety Car Phase, anders kann ich mir das nicht erklären, weil die waren vor und danach nicht direkt beisammen. Also aus der Safety Car direkt danach rauskommt. Und Sabertooth und A-Block im Mittelfeld, die betteln sich. Wir sind aber onboard bei Lachsnacken Junior. Der macht Jagd auf den Mercedes von Chris Lester. Und der möchte natürlich ein super Debüt hinlegen. Basti, der hatte ja in Mexiko, als er du anwesend warst, bei seinem ersten Rennen direkt Punkte geholt. Und ist auf bestem Wege, sein Ergebnis sogar nochmal zu verbessern. Ganz vorne an der Spitze scheint Lotsbert sich übrigens nicht wirklich absetzen zu können von Ben Hitz. Der ist weiterhin bis auf eine halbe Sekunde dran. Das wird gleich noch relevant, wenn wir in die magische Zeit des DRS-Fensters kommen. Wenn man innerhalb von einer Sekunde ist, ihr kennt die Regel. Hui, da gibt's ordentlich Kleinholz. Ordentlich Kleinholz, das ist A-Block, der da gedreht wird in Kurve 2. Und das ist ein spektakulärer Crash, der ganz komisch entstanden ist. Also da hat er ihn ja komplett aufgespießt. Man könnte ja fast so sagen, im Jugendwort des Jahres, im potenziellen Jugendwort des Jahres, aufgespießt wie ein Köftespieß.
in etwa so sah das im Endeffekt dann aus. Ja, ganz kurios lag da fast auf der Fahrzeugnase drauf. Ich weiß leider nicht, wer das zweite Fahrzeug war, aber natürlich hätte es auf den allerletzten Platz zurückgefallen. So wird er sich die Startphase nicht vorgestellt haben. Wir sehen da sicherlich gleich noch eine Wiederholung davon. Trotzdem bitterer Start in das Rennen, aber der Grand Prix ist auch noch einige Runden lang, da gibt es noch ein bisschen was aufzuholen. Was wir auch sagen müssen, die Ferraris, ich persönlich habe die Ferraris ja doch schlechter eingeschätzt, als sie jetzt letztendlich dastehen. Platz 7 und Platz 9, die sind auf gutem Weg. Trussi unter anderem, der überzeugt mich gerade absolut. Ich war ja persönlich ein Kritiker vergangene Saison. Aber aktuell macht er seine Sache souverän. Und wer seine Sache auch souverän macht, das ist Chris Lester. Der attackiert nämlich Encanoa, mit dem DRS natürlich unterstützt. Geht in Kurve 1 vorbei und Laxnack Junior versucht auch direkt seinen Weg vorbeizufinden. Aber die beiden F2-Junioren des vergangenen Jahres, die wissen, wie man gegeneinander kämpft. Und die wissen auch beide, wir lassen uns kein einfaches Überholmanöver erlauben. Und da haben wir noch A-Block, der am langsamen Team Steo wieder vorbeizieht. Das war clever gemacht von Laxnacken Junior, dass er da nicht reingesteckt hat, sondern lieber abgewartet hat. Hat sich wohl daran erinnert an das, was ich gerade gesagt habe. Denn man kann das Rennen vielleicht nicht wirklich in der Startphase gewinnen. Auch wenn er, na gut, am Ende des Rennens hätte er das vielleicht durchgezogen. Allerdings auf keinen Fall jetzt und dann lieber einige Sekunden abwarten. Wir sehen die Wiederholung von der Untersuchung oder dem Auslöser für die Untersuchung. Bergmann und Matteo beteiligt, da gab es eine Kollision in einer dieser Action Zones, die wir am Anfang angesprochen haben. Kurve 4, ja, sah mäßig glücklich aus, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Viel zu spät auf der Bremse. Ja, selber schuld, Bergmann. Ich glaube, da gibt es gar keine große Diskussion darüber, wer daran schuld hat. Dabei fährt er ja gar nicht im Auto von Daniel Quert. Der sah nämlich wie ein Torpedoangriff aus. Währenddessen haben wir noch gesehen, wie Crazy Kenneth jetzt noch an Charles Leclerc vorbeigegangen ist. Aber ich glaube, der Charles, der dachte sich so, nee, nee, Kollege, ich komme da noch einmal zurück. Jawohl. Und da sieht man, man kann schönes Wheel-to-Wheel-Racing haben. In der einen Kurve ist er vorbei, in der anderen der nächste. Und wir sind im Live-Geschehen wieder zwischen Laxnacken Junior und Encanoa. Laxnacken hat die Außenbahn, hat gleich die Innenbahn für Kurve Nummer 2-3. Aber Encanoa macht das noch ein bisschen besser und drückt ihn eher noch einmal zurück in Trussi. Und der attackiert und in der Zwischenzeit kriegt noch Bergmann eine zurecht plus 5 Sekunden Strafe. Laxnacken Junior hat das DRS nicht aktiviert auf der Gegend. Gerade deswegen kam Thrustler so nah dran. Laxnacken Junior kann sich dadurch jetzt ein kleines bisschen absetzen, fährt jetzt auf Platz 6, Thrustler auf Platz 7. Und wir sind wieder dabei bei den zwei Führenden, Lotsberg und Ben Hitz. Das Boxenstoppfenster ist übrigens bei den ersten Fahrern jetzt schon auf. Langsam macht es Sinn für die Fahrer, die auf den roten Reifen gestartet sind, in Richtung Boxengasse zu fahren. Das heißt, eventuell könnte Ben Hitz es versuchen, eine Runde früher an die Box zu gehen als sein Konkurrent, um damit mit den frischeren Reifen einen Vorteil auf der Strecke zu haben und ihn dann mit dem berühmten und gleichermaßen berüchtigten Undercut in der Boxengasse zu überholen. Ja, das sind alles Spekulationen, die man jetzt auch bei Haas, aber auch bei McLaren am Kommandostand jetzt durchgehen muss. Stoppt man nicht. Die beiden sind jetzt in der letzten Kurve. Mal schauen, ob einer dieser beiden Punkte Richtung Boxengasse abbiegt. Nein, es bleiben beide draußen, beide noch eine Runde länger. Aber ich habe auch mal vernommen, dass bei einer möglichen Safety-Car-Phase man es in Erwägung ziehen könnte, länger draußen zu bleiben, um vielleicht eine Einstopp zu riskieren. Und Laxnacken Junior zum dritten Mal versucht er jetzt den Weg vorbeizufinden. Diesmal hat er die Innenbahn und dieses Mal muss es doch funktionieren. Oh, aber Encanoa gibt immer noch nicht auf. Das ist pures Racing. Rennfahrerblut in beiden Piloten ist zu erkennen. Und Thrustler da hinten, der sucht sich auch noch seinen Weg vorbei. Jetzt eine heikle Stelle. Man kann kollidieren, man kann aber auch Side-by-Side durchfahren. Sie entscheiden sich für die Side-by-Side-Variante. Und das ist wunderschön. Wunderschönes Racing zum Anschauen. Und da muss Laxnacken seinen Boliden nochmal auffangen. Und muss sich ein weiteres Mal hinter dem Williams anstellen. Es ist zum Verzweifeln für den Jungspund. Grandioser Motorsport und Thrustler, der wird sich in den Allerwertesten beißen, dass er da noch nicht profitieren konnte. Der hat jetzt auch Crazy Kenneth zu Besuch von hinten. Ein Vierkampf um Platz Nummer 5 und Encanoa hält sich wie ein Weltmeister ganz vorne.
Ja, der macht klasse Werbung in eigener Sache aktuell. Es ist cleanes Racing. Das fehlte zuletzt in verschiedenen Rennserien, wo er mit dabei war. Aber in der F1-Liga größtenteils hat er wirklich super Resultate abgeliefert. Und da hab ich's doch glatt verschrien. Da macht er den einen Fehler und der wird einen Frontflügelschaden nach sich gezogen haben und Enka Noah katapultiert sich selber aus den Punkterängen. Und wer sich in die Boxengasse katapultiert hat, das ist Ben Hitz, der wagt den Undercut, so wie diverse andere Fahrer hinter ihm, Pentalox, Chris und Lachsnacken. Sie tun es ihm alle gleich. Enka Noah hat diesen Unfall natürlich hätte ihn am liebsten nicht gebaut, aber wenn man ihn baut, dann wohl am besten dort, kurz vor der Boxengasse. Kam ihm wohl halbwegs gelegen, dass er schon am Ende des Lebenszyklus seiner Reifen war und jetzt direkt an die Boxengasse fahren konnte. Hat deswegen wohl nicht allzu viel Zeit verloren, dafür 4 Positionen auf der Strecke verloren, die er jetzt trotz frischer Reifen erstmal wieder aufholen möchte. Wir müssen jetzt ganz natürlich die Zwischenzeiten im Blick halten. Von Ben Hitz ist leider etwas im Verkehr, noch gar nicht so im Verkehr herausgekommen. Und 3 Sekunden vor seinem, hinter seinem Vordermann, hinter Swaggy nämlich. Lotsberg, der muss jetzt unbedingt antworten und wird sicherlich am Ende dieser Runde die Boxengasse ansteuern. Denn wenn der nochmal weiterfährt, dann könnte es langsam knapp werden mit diesem berühmten Undercut. Das Lotsberg-Strategie... Abteilung Fehler machen kann, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Und jetzt ein Replay aus der Sicht von Ersatzfahrer Hannes, der heute Windwecker setzt, gegenüber Sebejules, der nämlich Lennart ersetzt. Ja, Lennart heute leider nicht mit dabei. Einer der Hauptfavoriten für den Titel dieses Jahr musste den Saisonstart verpassen. Und hier sehen wir einen Fehler, der passieren kann. Wir haben es auch in der Action Zone gesehen. Das ist René schon vor ein paar Jahren passiert. Aber da ging es schlimmer aus und Lotsberg reagiert direkt im Anschluss. Er ist in der Box. Die Frage ist natürlich jetzt aber auch, hat der Reifen noch genügend Pace gehabt, dass er vor Ben rauskommen kann? Rund 20 Sekunden die Zeit in der Boxengasse. Mal sehen, ob Ben Hitz rankommen kann. Jetzt fahren natürlich auch die Fahrer aus der zweiten Boxenstoppwelle an ihrer Garagen. Und wir blicken auf den Zeitenmonitor auf der linken Seite. Lotsberg bleibt vor Ben Hitz. Eine Sekunde hat gereicht am Ende. Das war richtig knapp. Hitz weiterhin dran. Ja, man hat es auf der Minimap gerade so gesehen. Der Ben ist angerauscht. Der kam wie die Feuerwehr. Aber es reichte letztendlich nicht. Und jetzt muss er noch einmal hinter Lorenz Hörtzing oder auch genannt Lotsberg hinterherfahren. Und jetzt kommen die beiden dann auch noch bald mal in den Verkehr, wenn die vor ihnen nicht stoppen. Denn da, guck mal an. Hier haben wir den Matteo Crapo-Train und dahinter ist dann auch schon irgendwo mal ein Lotzi, nicht allzu weit entfernt. Und vor allem sind diese Herrschaften momentan mit den harten Reifen unterwegs, unter anderem Swaggy genau vor Lotsberg auf der Strecke. Der wird noch einige Runden auf der Piste bleiben wollen, das heißt Lotsberg wird wohl oder übel sich versuchen müssen an einem Überholmanöver auf der Strecke. Thrustler übernimmt indessen die Führung vor Helim und Leonardo Lucky. Ich hab 30 FPS, what the fuck, ich kann nichts machen. Ja, da kann ich sogar aus direkten Kontakten sprechen. Der Ben Hicks, der hat nämlich ein Problem. Wenn ihn Leute über Steam anschreiben oder einladen, dann kriegt er einen FPS-Drop um 30 FPS anstelle von 60. Und dann ist das natürlich belastend, wenn du immer mit 60 fährst und dann mit 30, dann kommst du nicht mal in diese Pace ran und das wird jetzt ein ganz schwieriges Unterfangen für ihn. Natürlich sind 30 FPS immer noch ein flüssiges Bild, trotzdem bei weitem nicht so flüssig wie die doppelte Anzahl an Bildern pro Sekunde. Das wird den meisten wohl geläufig sein, FPS, Frame per Second, Bild pro Sekunde. Naja, und entweder laufen 60 Bilder pro Sekunde über den Bildschirm oder nur 30. Das macht dann natürlich einen Unterschied, wenn man auf kleinste Feinheiten auf der Strecke reagieren muss. Und beim Einlenken kann sowas schon mal helfen, so die doppelte Anzahl an Bildern pro Sekunde. Deswegen mal sehen, ob er jetzt mit seiner reinen Pace den Anschluss halten kann. Momentan sieht es nicht allzu schlimm aus, 0,4 Sekunden hinter Lotsberg. Aber helfen wird ihm das auf seiner Jagd ganz sicher nicht. Definitiv nicht, aber wir hoffen trotzdem, dass wir noch ein spannendes Rennen vor uns haben zwischen den beiden Kontrahenten. So kampflos wird Ben nie aufgeben. Dafür kenne ich ihn zu gut. Aber in der Zwischenzeit hat jetzt Lotsberg erstmal einen Fahrer zwischen ihm und Ben gebracht. Der hat Sebejules überholt. Und man weiß, Sebejules war der Juniorenfahrer von Lotsberg letztes Jahr, aber
der tut ihm keinen Gefallen, der sagt sich, okay, Ben Hitz, das ist nicht mein Gegner, den lasse ich dann auch etwas einfacher vorbei. Ich habe hier mein Rennen und versuche selber das Bestmögliche rauszuholen. Elim hat nun die Führung übernommen. An der Spitze wechselt sich im runden Takt die erste Person. Hele momentan vor Matteo. Ich bin ja wirklich gespannt, ob Matteo heute noch das Rennen zu Ende fährt auf diesen Reifen oder nochmal an die Boxengasse gehen muss. Lotsbert vorbei an Swaggy in Kurve 1. Also wenn der mit den Reifen aus Runde 1 durchkommt, ne? Also Tobi, dann fress ich einen Besen samt Cocktailsoße. Ich nehm dich beim Wort. Aber gut, wir haben immer noch andere Fahrer auf der Strecke, die auch in den Fokus geraten wollen. Charles Leclerc befindet sich knapp hinter Basti, aber wir sind gar nicht bei denen on board. Tut mir leid, wir sind nämlich bei Steo on board. Der Steo, der versucht nämlich wieder seinen Rhythmus zu finden und da kämpft er gegen Charles Leclerc. Die beiden hatten ihre besten Momente in der Vergangenheit leider nie in der gleichen Saison. Deswegen konnten wir auch nie wirklich ein Duell zwischen den beiden sehen. Aber vielleicht kann ja Steo uns jetzt noch eines Besseren belehren. Ja, aber wobei, das sieht mir so aus, als wäre auch dieser Reifen langsam aber sicher am Ende seines Zyklus. Die zwei Ferrari-Fahrer wieder gemeinsam auf der Strecke, diesmal Kenny vor Throstler. Beide allerdings im DRS-Fenster voneinander, also die sind nicht weit voneinander getrennt. Momentan auf den Plätzen 15 und 16 unterwegs, aber in dem Moment, in dem ich das sage, fährt Kenny vorbei an Steo, übernimmt den 14. Rang in Bahrain. Und vorne, Matteo hat nämlich Helim überholt, der ist in die Box abgebogen. Matteo führt das Rennen an und Lotsbert überholt wieder einen Fahrer auf der Strecke, ist an Hannes vorbei. Und schau dir mal den Abstand zwischen Lotsbert und Ben aus. Also der FPS-Drop, der hinterlässt wirklich seine Wunden. Die Kluft ist aufgerissen. Und natürlich hilft jedes einzelne Fahrzeug momentan, was Lotsbert zwischen sich und Hitz bringen kann. Hannes, auf keinen Fall ein schlechter Fahrer, aber trotzdem, oder gerade deswegen, wird er Lotsbert eine Hilfe sein, denn Hitz muss auch an Hannes vorbeifahren. Oh, wenngleich er die frischeren Reifen hat, das verändert nichts daran, dass Hannes nun etwas vielleicht beim Überholen im Weg stehen dürfte, zumindest aus der Sicht von Hitz. Hannes hat ja jedes Recht dazu, sich zu verteidigen gegen Ben Hitz. Ja, weil der Kampf ist ja um Position. Keiner ist gezwungen, den Fahrer hinter ihm durchzulassen. Das kann jeder für sich selber frei entscheiden. Ein Punkt, den wir aber hier ganz klar noch mit einberechnen müssen, ist, neben Seppel Schulz war ja auch Crapo, der Juniorfahrer von Lotsbert. Und Crapo könnte jetzt das machen, was ich vorhin vermutet habe, was Seppel Schulz machen könnte. Der könnte dann den Ben Hitz noch mehr in die Suppe spucken. Aber ich will jetzt hier keinem Fahrer unterstellen, dass er mit Absicht für einen Fahrer Platz macht und für den anderen nicht. Sowas möchten wir nicht sehen. Wir wollen faires Racing sehen, wo alle gleich beteiligt werden, wenn sie auf der Strecke unterwegs sind. Und vor allem, weil Crapo sich jetzt erstmal nach vorne orientieren dürfte. Der ist ganz nah dran an Leonardo Lucky, hat jetzt DRS und wird es auf dem Weg in Kurve 1 versuchen. Hat auch, das haben wir gerade auf dem Zwischenstand von seiner Batterie gesehen, ordentlich Strom verbraucht, um da ranzufahren. Scheint momentan nicht ganz zu reichen. Aber bevor der sich nach hinten orientiert und im Spiegel schaut, dass da sein Teamkollege lauert, wird er wohl lieber nach vorne gucken und nach einem Weg suchen, um am Racing Point von Lucky vorbeizufahren. Ja, und die beiden, das ist ja ein Kampf in den hinteren Rängen des Feldes. Die müssen ja beide nochmal in die Box gehen. Ich gehe mal stark davon aus. Und dann werden die schauen, ja, reicht das später noch für Punkte? Sind wir außerhalb der Punkteränge anzutreffen? Das dürfte interessant werden, aber in der Zwischenzeit ging jetzt Lotsbert an Crapo tatsächlich schon vorbei und hat wieder einen Fahrer zwischen sich und seinem Rivalen Ben Hitz. Ja, vielleicht gab es dann wohl doch die Stallorder. Jedenfalls könnte, naja, andersrum gedacht, könnte die Stallorder aber auch Crapo helfen, denn wenn Lotsbert sich mit Lucky duelliert, kostet das natürlich auch Lucky Zeit, sodass Crapo dann wieder ranfahren könnte. Ich liebe diese Taktiken, diese Strategien, wie man sich den Gegner zurechtlegen kann und vielleicht möglichst viel im Weg steht, damit auch der Teamkollege noch durchrutschen kann. Ach, ich habe da wirklich Freude dran. Lotsbert wird's versuchen gegen Lucky und kommt sogar vorbei. Da ist es, das Manöver auf dem Weg durch die letzte Kurve. Und tatsächlich stand er Lucky da ein bisschen im Weg, sodass Crapo jetzt mit offenem Heckflügel ranfahren kann, um es dann in der nächsten Runde voraussichtlich vielleicht zu versuchen.
wäre eine Möglichkeit, aber Capo muss sich jetzt komplett nach vorne orientieren und er muss jetzt auch darauf hoffen, dass Lotsberg so schnell wie möglich aus diesem DRS-Fenster von Lucky wieder wegfahren kann, so dass dann Capo ein leichteres Spiel hat, um eben diesen provisorischen dritten Platz und den Kampf gegen Lucky für sich zu entscheiden. Aber auch dahinter, die Kämpfe, sie bleiben eng beisammen und hier mal der Fokus auf Pentalox gerichtet, der ist ja auch noch irgendwie um die Kämpfe fürs Podium involviert. Und da kracht's zwischen dem Ferrari von Crazy Canis und Helim. Ja, und Helim, den spült das jetzt wieder vom Platz 15 zurück nach P17. Ist das bitter, aber sowas kann einfach nur mal passieren im Rad-an-Rad-Rennsport. Ja, ist bitter, aber ihm bleibt nichts anderes übrig jetzt an der Stelle als, ja, wie sagen die Ferrari-Ingenieure, head down und weiterfahren. Definitiv, und gerade eben hat sich Ben an Capo die Zähne ausgebissen. Er kommt nicht vorbei, aber er will vorbei und der Lotsberg, der lacht sich da ins Fäustchen, der sagt, Mission completed, wir haben etwas geschafft, was ich erreichen wollte, wir vergrößern den Abstand auf den direkten Kontrahenten und Ben ist auch jetzt erst vorbeigekommen, aber der Abstand nach hinten, der ist schon mehr als etwa 2,5 Sekunden. Wir sind on board mit NK Noah, der hier in den Mittelsektor abbiegt. Das ist das Duell gegen Markus und da wird es nochmal richtig eng. Also NK Noah, der hat anscheinend Probleme beim Herausbeschleunigen aus Kurven, sonst hätte er den Unfall vorhin auch noch nicht gebaut. Es sind natürlich diese Sachen, die erst im Renntrim auffallen üblicherweise. Wenn man zum Beispiel am Setup vielleicht etwas mehr Abtrieb auf der Hinterachse sich wünschen würde, da kann man sich drauf vorbereiten, selbstverständlich, aber wenn es einem im Rennen auffällt, dann ist es leider zu spät dafür, da kann man vielleicht an der Front ein bisschen was ändern, da muss man an die Boxengasse für fahren, kann am Frontflügel vielleicht ein bisschen was rumschrauben, aber am Heckflügel kann man sicherlich nicht mehr arbeiten. Das heißt, er muss jetzt mit diesem Auto ins Ziel fahren und kann dort nicht mehr allzu viel verändern. Das ist korrekt. Müssen aber auch noch hier berücksichtigen, das Formel 1 Spiel ist freundlicher geworden in Sachen ohne Traktionskontrolle zu fahren und natürlich ist auch klar, wenn man eine Fahrhilfe ausschalten kann, dann gewinnt man ja für gewöhnlich etwas mehr Zeit und deswegen haben auch einige Fahrer ihre Traktionskontrolle jetzt mittlerweile auch ausgestellt, aber weil sie das dann noch nicht so perfektioniert haben, dass es auch wirklich schnell und sauber funktioniert, können dann eben solche Fehler vorkommen, wie sie bei Encanor zweimal passiert sind. Aber Encanor, er hält sich immer noch im Rennen, ging gerade offscreen an Markus vorbei. Und wir sind on board bei Pentalox, der wohl aktuell, wenn man es so mal betrachtet, wenn die vorhin noch in die Box müssen, auf P3 liegen dürfte. Lucky fährt jetzt an die Box, du sprichst das an, mal sehen, wo der rauskommt. Hitz ist übrigens gerade an Capo vorbeigefahren, jetzt heißt es Vollgas und volle Attacke für ihn. 2,5 Sekunden hat er verloren durch diesen ganzen Verkehr auf Lotsberg. Das ist das Duell um die Führung, das sich da jetzt anbahnt. Matteo könnte eventuell ins Ziel fahren, ja, allerdings sind seine Reifen schon 15 Runden alt. Ich zweifle das ja auch noch an, dass der das wirklich ins Ziel schafft. Eher muss er nochmal an die Box fahren. Lotsberg und Hitz also 2,5 Sekunden auseinander. Aber auch im Hinterfeld wird es ordentlich eng. Williams, Alfa Romeo, Racing Point, such dir ein Team aus, such dir einen Fahrer aus. Jeder von den dreien könnte es momentan sein. Momentan fährt Helim ganz vorne und dahinter sind es Bergmann, Sebejules und ich dachte es Deo, aber ich gucke wahrscheinlich auf die falschen Fahrer. Lucky, Encanor und Markus sind es nämlich. Pardon. Ja, das kann auch dem Besten passieren, dass man sich mal verschaut. Es ist aber auch schwer zu erkennen, wer es denn nun ist, wenn da so viele Autos free wide nebeneinander side by side in die Kurve reinlaufen. Da kann man in der Hitze des Gefechtes mal auch vergessen, wer da ist. Und das war eine starke Attacke vom Racing Point von Helim. Ein super Manöver gegen Markus. Und der versucht natürlich direkt wieder zu kontern. Klappt den Heckflügel hoch. Es gibt aber keine Gegenattacke. Mann, oh Mann, spektakuläres Racing auch im hinteren Teil des Feldes. Apropos reintauchen, ne? Das ist diese berüchtigte Kurve 10.
Meine Herren, da wurde es ordentlich eng, aber es hat gereicht. Tatsächlich, Matteo muss nochmal die Reifen wechseln, geht jetzt auf Medium interessanterweise, um die letzten 10 Runden dieses Rennens zu beenden. Wobei, so interessant ist das gar nicht. Ich habe mich kurz erschrocken, aber eigentlich müsste das reichen für das Ende des Rennens. Kommt jetzt auf Platz 9 zurück auf die Strecke, es sei denn, Charles Leclerc kann da gleich noch vorbeifahren in der Beschleunigungszone. Sieht allerdings nicht so aus. Das heißt, von Platz 1 geht's zurück auf Rang Nummer 9. Lucky fährt vorbei an Thrustler und holt sich Position Nummer 11. Wir hatten eben ganz kurz eine Gelbphase in Sektor 1. Der Renault von Swaggy hat sich kurzzeitig weggedreht nach Kurve Nummer 3. Die Frage war, ist es auch mit Kontakt gewesen, mit Lachsnacken zum Beispiel? Wir wissen es aktuell nicht, aber wir wissen, dass da hinten der Kampf um keinen Punkt gerade sehr viel spannender ist als alles andere, was wir auf der Strecke zu sehen bekommen würden. Interessant. Sicherlich interessant, auch mal die andere Seite des Feldes zu sehen, die aktuell nichts zu verlieren haben, die genau wissen, ey, Punkte sind nicht möglich, ich mache einfach hier das Beste draus, möchte ein bisschen Spaß haben, riskiere vielleicht auch mal ein bisschen mehr und dann kann ich auch ein starkes Manöver zeigen. Der Kampf um Position 3 ist allerdings ganz genauso spannend. Pentalox führt mit knapp einer Sekunde vor Crapo, Hannes und Lester, die wiederum innerhalb von 0,5 Sekunden voneinander sind. Also da geht es tatsächlich um Punkte in diesem Zweikampf. Lester jetzt vorbei an Hannes, ihr seht es in dem Tower auf der linken Seite. Crapo fährt indessen an die Boxengasse und wird nun einige Positionen verlieren. Der kommt ans Ende von seinem Stint mit den harten Reifen. Und der ist ja noch im Kampf mit Lucky gewesen. Jetzt ist ja auch die Frage, hat Lucky seine Hausaufgaben gemacht? Kann er ihn undercutten? Und wenn ich da so auf die Minimap schaue, dann muss ich ganz klar sagen, ja, kann er. Der ist locker vor Crapo. Und Crapo, der hat seinen Stint wohl einfach zu lange in die Länge gezogen und bezahlt deshalb seinen Preis. Und wer auch seinen Preis bezahlen wird, vielleicht gleich, das könnte Encanoa sein. Side by side, Helim und Encanoa. Aber er behält weiterhin die Oberhand. Im Verteidigen in dieser Kurvenpassage, ja, da ist er richtig gut unterwegs. Auch wenn das ganz schön spät war, das Manöver auf die Innenbahn der Kurve, hat er nochmal rausgezuckt im letzten Sekundenbruchteil. Viel später hätte er sich es nicht erlauben können. Dann wäre es nämlich zum Kontakt gekommen. So, alles gut ausgegangen, aber da hat nicht viel dazwischen gepasst. Ja, wie hat mal ein weiser Mann gesagt, da würde nicht mal die berühmt-berüchtigte Krokette zwischen den Zähnen passen. Aber gut, sei es drum, wir sind ja nicht hier, um dumme Sprüche zu klopfen, wir sind ja hier, um Racing zu sehen. Gutes Racing, tolles Racing und Racing, wo sich alle Fahrer Saures geben, aber hoffentlich auch im fairen Bereich. In Hitz hat die Lücke an der Front ein kleines bisschen zufahren können, von 2,5 auf gerade 2,2 Sekunden. Aber das ist, naja, ihr seht es, es pendelt hin und her und das ist wirklich nicht viel, was er momentan rausholen kann. Ich finde das faszinierend, wie ähnlich sich Lotsberg und Hitz sind bei ihrer gemeinsamen Pace. Die Fahrer machen wirklich Schattenboxen eigentlich und können den anderen sehr genau imitieren. Aber momentan scheint es für Hitz nicht zu reichen, um wirklich vorbeizufahren. Vielleicht bläst er nochmal zur Schlussoffensive. 9 Runden sind es immerhin noch. Oh, wer jetzt schon in die Schlussoffensive geht, das ist Sebastian Schulz, der sucht sich den Weg vorbei an Bergmann mit der Hilfe des Drag Reduction System, auch genannt DRS, ist das ein leichtes Spiel und er geht vorbei. Und Encanoa weiterhin im Kampf mit Helim und Helim, der sucht sich weiterhin die Lücken, auch wenn sie in allerletzter Sekunde noch vielleicht wieder zugehen. Schert er sich einen feuchten Dreck darum, der sagt sich, ja doch, man muss es probieren, wenn ich es nicht probiere, dann habe ich es nicht probiert. Ja, Captain Einsicht lässt grüßen, aber ihr wisst, was ich meine, wenn du nichts riskierst, dann kannst du auch nichts gewinnen. Und vor allem geht es da um den letzten Punkt, denn es geht um Position 10. Deutlich relevanter ist allerdings das Duell um die Punkte ganz vorne. Schau es dir an, Ben Hitz, 5 Sekunden Zeitstrafe, das ist der zweite, für zu oft Abkürzen auf der Strecke. 6-mal verwarnt wurde er im Verlauf dieses Grand Prix. Kurve abgekürzt, Strecke verlassen, 5 Sekunden obendrauf. Das bedeutet, er fiele nach aktuellem Zwischenstand sogar noch hinter Pentalox zurück. Lotsberg, ja, der kann jetzt fast die Füße hochlegen, oder? Ja, das Ding ist halt, Lotsberg weiß aktuell noch gar nichts von dieser Strafe. Wir haben also wieder ein ähnliches Szenario wie letztes Jahr zum Saisonauftakt. Einer der Fahrer in der Spitzentruppe hat eine 5-Sekunden-Strafe, dann er weiß es nicht. Er könnte es jetzt halt langsam angehen, wenn er es weiß, aber er könnte es auch noch selber wegwerfen. Und Leonardo Lucky
den sehen wir gerade hier. Der hat einen Run, der geht vorbei an Thrustler und ist auf Rang 7. Lucky, der hat sich dann doch etwas gemacht in der kurzen Sommerpause von einem Monat. Aber nochmal kurz zurückzukommen, Ben Hitz natürlich jetzt, kann er sich den Sieg abschminken und muss sich darauf konzentrieren, die Lücke nach vorne aufzureißen, dass Pentalox gar nicht erst vorbeikommt. Das wird aber ein schwieriges Unterfangen in den nächsten gut 6,5 Runden. Jetzt verläuft sich bei mir alles langsam. Penny und Thrustler wieder bei nah beieinander, beziehungsweise Thrustler und Lucky weiterhin nah beieinander. Lucky natürlich gerade vorbeigefahren. Davor ist, ja, weites Land, ja. Die Prärie, Lucky, die Wüste vor sich. 9 Sekunden die Lücke zwischen ihm und Matteo. Da wird nach vorne voraussichtlich gar nicht mehr allzu viel gehen. Das bedeutet, Lucky, der wird sich jetzt mit aller Macht versuchen, an diesen 7. Rang zu klammern. Denn wenn man nicht viel nach vorne fahren kann, dann kann man aber immer noch viel nach hinten fahren. Und deswegen wird er sich jetzt versuchen, mit aller Macht gegen Thrustler zu verteidigen. Achso, halt. Und wer sich auch verteidigen muss, das ist Crazy Kenneth. Der hat da 3 Fahrzeuge hinter sich. Und Team Steo, der hat an einer Stelle seinen Wagen zerstört, wo es schnell gehen kann. Das ist nach Kurve 7. Und jetzt gibt's das virtuelle Safety Car. Guck mal, die Einblendung, das bedeutet, die Fahrer verlangsamen jetzt ihr Tempo. Das ist nicht ganz das Safety Car, das wir am Rennstart gesehen haben, sondern wirklich nur ein virtuelles. Das heißt, die Fahrer kriegen eine Zwischenzeit vorgegeben, die sie einhalten müssen. Die Abstände bleiben damit so in etwa gleich. Das wäre jetzt die große Chance für Hits gewesen natürlich. Aber damit das Fahrzeug geborgen werden kann, gibt es nur dieses virtuelle Safety Car. Und diese Bergung ging sehr schnell. Grüne Flagge zurück in Bahrain zum Racing. Ja, und Ablock hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen, der war eh schon am Ende des Feldes, aber jetzt kann er sich alles abschminken. Das wird der 19. und letzte Rang werden. Und da gibt es noch eine Untersuchung. Causing a collision. Jetzt habe ich leider Gottes nicht aufgepasst, wer da beteiligt war. Deo war das, glaube ich. Deo, wir werden es gleich sehen. Wahrscheinlich wurde es Deo auch abgeräumt und musste deshalb seinen Wagen abstellen. Weiterhin spannendes Duell am Ende der Top 10 Position. Edgar Noah vor Crazy Kenneth, vor Helim. Ja, eigentlich das Duell, was wir schon die letzten Runden immer wieder begleiten. Ein DRS-Zug, wie man ihn so schön nennt. Edgar Noah ist da natürlich im Nachteil, denn der ist der einzige von diesen Fahrern, der gerade seinen Heckflügel nicht aufklappen kann, also mit dem maximalen Abtrieb über die Geraden peitschen muss. Und dahinter lauern eben 4, 5 hungrige Fahrer, die alle vorbeifahren möchten. Wer auch hungrig ist, das ist Matteo mit seiner 2-Stop. Der fliegt gerade. Der ist der schnellste Mann auf der Strecke. Eine schnellste Runde nach dem anderen. Der möchte jetzt irgendwie an Lachsnacken vorbei. Der möchte hier die Big Points noch einmal zurückholen. Und das sieht ganz schön gut aus. Der hat schon hier die bessere Traktion beim Ausgang von Kurve 3. Leichtes Spiel P5. Und der nächste 4,5 Sekunden weg. Das ist aber noch alles machbar. Matteo, a man on a mission. Der hätte das DRS wohl gar nicht gebraucht. Platz 5, gute Punkte für ihn, damit zweistellig. Und da kracht's. Das ist einer der beiden Ferrari, der da involviert ist. Crazy Kenneth ist das, der da kollidiert ist. Unter anderem mit Helium, glaube ich, nicht wahr? Beide sind zurückgefallen. Das schöne Duell, was so lange, so glatt und so sauber lief. Da müssen wir uns gleich nochmal in der Wiederholung ansehen, was genau da passiert ist. Und aber es geht trotzdem weiter. Guck dir das an! 3 Autos nebeneinander in diese Kurve, das passt eigentlich gar nicht. Wie kriegen die das hin? Die zaubern auf der Strecke und Helim natürlich mit ledierten Frontflügeln. Der hat gar keine Chance, sich mehr zu wehren. Auch hier, auch beim zweiten Mal bei seinem Bahrain Grand Prix. Es läuft einfach nicht. Bahrain ist nicht seine Strecke. Und was sehen wir hier? Hannes kommt aus der Boxengasse raus und da erwischt er Crapo im McLaren. Okay, ich glaube, dafür werde ich nicht. Das ist fahrlässig, das könnte man besser lösen. Und das eine Szene, die ich vorhin gerade ansprechen wollte. Noah hat diesen Restart so gut hingekriegt. Das war Moving Under Braking, Kim. Obwohl da Kenny noch in letzter Sekunde rüberzieht, geht er an Crazy Kenneth vorbei. Also der hat einen Restart ausgenutzt und hier noch die Szene von vorhin. Es ist halt eine enge Stelle dort und man kann sich da so leicht verkeilen. Und Helim, der Leidtragende, hat überhaupt keine Chance. Da muss ich den ganzen Vorwurf von vorhin zurücknehmen. Unschuldig, der unschuldige Dritte in dieser Szene. Und hat Helim mitgenommen. Ist das bitter, das ganze Rennen, die ganze harte Arbeit aus 24 Runden damit
Ja, eigentlich schon für die Cuts. Jetzt zurückgefallen auf Position 18. Das war's mit den Punkten für heute für ihn. Definitiv, vor allem es sind nur noch deren gut 4 Runden. Und auch da zwischen Hannes und Capo no further action. Bin ich doch ein bisschen überrascht, wie in der Vergangenheit gab es da auch schon Strafen. Aber die Regie sagt, nicht die Regie, die Stewards entscheiden sich heute nicht mit dem Finger auf irgendeinen zu zeigen. Ich erwarte auch persönlich noch eine Untersuchung für Crazy Canis nach diesem Manöver, das wir gerade in der Wiederholung gesehen haben in Kurve 4. Da haben wir schon im Boxenfunk gehört, das war Moving Under Braking, dieses, naja, höchste Vergehen, was man eigentlich im fairen Rennsport begehen kann. Während man auf der Bremse steht, ist es entsprechend schwer zu lenken. Und wer es trotzdem tut, der bringt sich und andere Fahrer in Gefahr. Und das war wirklich sehr spät nochmal dieses Zucken auf die Innenbahn. Ich würde mich nicht überrascht fühlen, wenn die Rennleitung sich diese Szene noch einmal anschauen möchte. Ja, und dieser Unfall, der hatte natürlich so seinen Preis, den er zu bezahlen hatte. Das bedeutet, die Gruppe hat sich aufgelöst. Es sind nur noch wenige Zweikämpfe auf der Strecke, die noch geführt werden. Unter anderem Platz 14 ist noch etwas eng zwischen Swaggy und Sebelchus. Aber ansonsten über so in etwa einem Sekundenbereich. Man muss sich langsam damit wohl befassen, dass das die Resultate sind, die sich letztendlich dann einpegeln werden. Ja, und kaum sagst du, es gibt eine Zeitstrafe für Encanoa. 3 Sekunden obendrauf auf seine Rundenzeit. Zeitstrafe gibt es natürlich auch für Ben Hitz. Ne? Da haben wir den Zwischenstand oben links eingeblendet. 4,3 Sekunden Vorsprung zu Pentalox im Moment. Allerdings kriegt er auf seine Rennzeit 5 Sekunden obendrauf addiert. Ja, und in dem Fall würde Hitz noch hinter Pentalox zurückfallen. Momentan fehlen ihm 3 Sekunden nach vorne auf Lotsbär, der sich also ein bisschen absetzen konnte. Das sieht relativ komfortabel aus, genauso wenig wie für Swaggy und Bergmann. Da wurde es ordentlich eng in Kurve 1 und ein grandioses Manöver von Swaggy außen vorbei in Kurve 2. Und jetzt muss er sich natürlich innen verteidigen, denn Bergmann möchte antworten mit offenem Heckflügel. Versucht er es außen, vorbei in Kurve 4, schafft er es und wie er es schafft. Meine Herren, großartiger Motorsport zwischen den beiden. Bergmann, der kann ja auch einfach nur noch das Bestmögliche aus seiner Situation machen, noch ein bisschen Spaß haben, denn auch er kriegt ja eine plus 5 Sekunden Zeitstrafe für eine Kollision, die er ja ausgelöst hat in der Anfangsphase gegenüber Matteo. Deswegen ist doch Matteo aktuell nur auf der 5. Der könnte nämlich da vorne im Kampf um den Sieg eigentlich auch mitmischen, wurde aber dessen beraubt und jetzt Bergmann eben macht noch das Bestmögliche draus, bevor dann 5 Sekunden nach hinten gesetzt wird. Aber es ist halt noch etwa das Einzige, was wir nah beisammen haben auf der Strecke. Deswegen bleiben wir auch von der internationalen Regie drauf beim Kampf um Platz 13. Und ist ja auch spannend, denn dieses DRS-Duell, wir haben ja hier 3 DRS-Zonen auf der Strecke. Das ist durchaus relevant, dass man da den Heckflügel aufklappen kann. Das gibt einige Kilometer, Stundenkilometer an zusätzlicher Endgeschwindigkeit am Ende der Geraden. Das bedeutet, eigentlich müssen wir damit rechnen, dass Swaggy, der schön nah dran ist am Ausgang der Kurve, gleich auf der Reise in Kurve 1 vorbeiziehen kann an seinem Rivalen im Haas. Und sogar schon vor Kurve 1 klappt das. Also, Satz, Spiel, Satz, Match oder so ähnlich, wie man im Tennis sagt. Ich kenne mich in anderen Sportarten nicht aus. Ja, ich glaube, das nennt sie Spiel, Satz und Sieg. Ach so, ja, na klar. In etwa so. Aber wir kommen ja auch gegen Ende dieses Rennens und wir sehen, Matteo ist an Chris Lester dran. Aber ich möchte eigentlich noch was anderes ansprechen. Lotsbert, der sieht so für uns nach dem sicheren Sieger aus, währenddessen Helin die schnellste Rennrunde setzt. Und da gibt es ja einen Fakt, den man schon bei den Preseason-Tests einmal erwähnt hatte. Der Rennsieger vom Bahrain-Rennen in einer Saison hat letztendlich noch nie die Weltmeisterschaft in derselben Saison gewonnen. Das ist ein Fakt, den wir mal unter die Lupe nehmen müssen im Laufe der Saison. Lotsbert also schlechtes Omen, wenn er dieses Rennen gewinnen sollte. Der Fluch von Bahrain. Ich sehe den Videotitel schon vor mir. Der Voodoo-Zauber ist tatsächlich real. Und Matteo, das ist auch real, das ist live geschehen. Zweitletzte Runde, der ist an Chris Lester dran. Und ich sag's dir, der lässt nicht lange auf sich warten, der wird gleich vorbeigehen. Der wird Platz 4 übernehmen, also doch noch ein gelungenes Comeback nach dem frühen Stopp, nach der Kollision mit Bergmann. Immerhin noch P4, ein versöhnliches Resultat zum Ende dieses Rennens.
Damit kann er wirklich zufrieden sein, ich gebe dir recht. Oh, nach diesem verbockten Start noch auf Platz 4 ins Ziel zu kommen, ich dachte, das ist schon verloren. Ich dachte, der bleibt auf Platz 5. Denkste, an Chris geht er noch vorbei. Schönes Manöver, da haben ihm natürlich aber auch die etwas weicheren Reifen geholfen. Natürlich sind seine Medium-Gummis momentan auch nicht mehr in ihrer besten Verfassung. Ganz genauso wenig allerdings Chris' harte Reifen. Deswegen hilft da wohl die weichere Mischung beim Vorbeiziehen. Platz 4 für Matteo. Und Lotzbert begibt sich gerade durch die letzten Kurven, um die letzte Runde zu starten. Allerdings, Semelschuss, der hat nochmal ordentlich Sorgen, während es in die letzte Phase des Rennens geht. Kollidiert da mit Swaggy, so wie es aussieht, der jetzt allerdings ebenfalls von der Strecke geht. Da ist es ein bisschen unübersichtlich. Es geht um Position 14 in diesem Duell. Da flogen nochmal etwas die Carbonteile durch die Gegend. Auf jeden Fall. Und währenddessen hat Lotzbert die letzte Runde begonnen. Und Lotzbert wird eine Durststrecke von McLaren beenden. Ja, wie lang ist her? 26 Rennen. Da hat McLaren das letzte Mal ein Rennen gewonnen. USA 2018. Damals war es Lotzbert. Und jetzt ist Lotzbert zurück beim britischen Rennstall aus Woking. Und er könnte die Love Story damals wieder weiterführen. Er knüpft höchstwahrscheinlich dort an, wo er damals seinen Weltmeistertitel feiern konnte. Aber auch Ben Hitz wird eine Serie von Haas beenden. Auch da eine Durststrecke von 22 Rennen. Lennart das letzte Mal auf dem Podium, Brasilien 2018. Also die Durststrecken, sie werden beendet. Neue Rekorde werden erstellt. Und es ist ein Beginn in eine neue Saison, die noch sehr, sehr lange dauern wird und wahrscheinlich noch für viel Spektakel sorgen wird. Da muss doch irgendwo ein Wortwitz mit Durststrecke und Wüste sein oder so, oder? Ich weiß gar nicht, wo du da hinaus möchtest, Tobi, aber ich lass dir mal da deinen kompletten Spielraum. Es geht jedenfalls in die letzte Kurve vom ersten Rennen für Lotzbert. Eine dominante Fahrt hier in Bahrain. Gewinnt das erste Rennen der neuen Saison. McLaren zurück auf dem obersten Treppchen des Podiums. Zweiter wird Pentalox, nachdem er wegen der Zeitstrafe von Ben Hitz vorgestuft wird auf den zweiten Rang. Hitz damit Dritter, du hast es eben erwähnt, für Haas zurück auf dem Podium und Matteo nach seinem späten tollen Manöver gegen Chris Lester beendet den Grand Prix auf Platz 4. Ja, dahinter, da wird es vielleicht noch einige Verschiebungen geben. Wir wissen noch nicht, wer alles schon eine 3-Sekunden-Strafe hat. Das müssen wir im Nachhinein noch anschauen. Fakt ist aber, Leonardo Lucky erzielt sein bestes Ergebnis in der F1 Pros League. Das ist unglaublich. Der Junge hat einen Lauf in die neue Saison hingelegt. Der überzeugt. NK Noah nimmt sich in dem vorläufigen Rennergebnis den letzten Punkt mit als Zehnter. Auch vielleicht nach seinen Fahrfehlern in der ersten Phase des Rennens, als er mit seinem Fahrzeug offenbar zu kämpfen hatte mit dem Abtrieb auf der Hinterachse. Vielleicht auch nochmal ein versöhnliches Ergebnis. Also Punkte im ersten Rennen, vielleicht eine ganz gute Grundlage, um in den nächsten Grand Prix ein bisschen aufzuholen. Auch die letzten Fahrer durchqueren jetzt den letzten Streckenabschnitt. Wir sind mit dabei bei Crazy Candice, der sich sein Debüt in dieser Saison wohl auch etwas anders vorgestellt haben dürfte. Überquert den Zielstrich auf Position 18. Naja, ein durchwachsenes Rennen für den Ferrari. 12. Was macht Chris? Vibe of the Day vom Spiel geht an Leonardo Lucky. Der hat wirklich einen guten 6. Job gemacht heute. Das muss man nicht hoch anerkennen. Und wir kriegen noch einmal eine Replay-Szene aus der Schlussphase. Swaggy da bei Markus, deift sich an Markus vorbei. Der kommt hingegen wieder zurück. Da gab es wohl einen kleinen Touch und dann Side by Side. Und da ist es passiert. Seppel Jules schiebt Bergmann an. Swaggy muss auf die Off-Track-Variante ausweichen und hat dann auch gar keine Möglichkeit mehr. Und was das Faszinierende ist, das sehen wir erst jetzt. Bei Swaggy war ein Markus da. Hier, bei Bergmann, ist er nicht da. Das ist ja verrückt. Das ist natürlich, liegt natürlich an der Online-Verbindung von unseren Fahrern. Lorenz Hörtzing sichert sich den ersten Sieg in der Season 8 der F1 Pros League. Wird es dieses Jahr für den Titel reichen? Das werden wir in ein paar Monaten herausfinden mit unserem Hauptsponsor, Krombacher. Nächster Halt, Australien. Wir sehen uns in Melbourne.
Ein Saisonauftakt, der wie immer einen Sieger zum Vorschein brachte. Lotsbert gewinnt den Auftakt in die neue Saison. Nachdem Müller nicht mehr da ist, sagt er ganz klar, ich bin der Favorit. Ich will Titel Nummer 2. Neben ihm Pentalox auf 2 und Ben Hitz auf 3. Das hat sich Ben natürlich anders vorgestellt. Die 5-Sekunden-Strafe, dann noch dieser FPS-Drop. Aber die Saison ist lange. Es kann noch so vieles passieren. Wir blicken auf das Rennergebnis vom ersten Rennen der neuen Saison. Lotsbert gewinnt den ersten Grand Prix der Saison vor Pentalox, der durch eine Strafe für Ben Hitz auf den zweiten Rang vorrückt. Matteo mit seiner Zwei-Stopp-Strategie nach dem frühen Unfall auf Platz 4 ins Ziel gekommen. Vor Chris Lester, vor Lachsnacken Junior, Lucky, Thrustler, Hannes und Encanoa nehmen die letzten Punkte mit und legen eine solide Grundlage für den weiteren Verlauf der Saison. Die schnellste Rennrunde geht zudem an Helim. Der wird allerdings keine Extrapunkte dafür bekommen, denn der kommt außerhalb der Top 10 ins Ziel. Ja, da muss ich dich aber direkt noch korrigieren. Dieses System haben wir leider Gottes nicht. Also, was Ach, heißt hier leider gut. Gottes? Man kriegt den Extrapunkt auch außerhalb der Top 10, aber es gibt keinen Extrapunkt mehr für die Pole Position. Kann mal passieren. Aber wir gehen noch ganz kurz durch, was da hinten abgegangen ist. Capo auf der 11, gefolgt von Markus. Der hat sein bestes Ergebnis endlich hingezaubert. Kein DNF mehr, jetzt ist er 12. Bergmann mit plus 5, sowie Sevetus und Swaggy, die kriegen ebenfalls noch eine plus 5. Charles Leclerc kriegt noch eine 3-Plätze-Strafe oben rauf gedrückt. Für was wissen wir gerade selber nicht. Helim auf 17, Kenny 18, A-Block 19 und Deo der einzige Ausfall in diesem Rennen. Der Zwischenstand in der Fahrerwertung, entsprechend das Rennergebnis von heute. Die ersten Punkte sind vergeben und ganz vorne McLarens Fahrer Lotsbert. 25 Zähler nimmt er mit aus Bahrain, führt nun vor Pentalox und Ben Hitz, Matteo und Lester dahinter. Natürlich, das ist der Zwischenstand in der das Endergebnis vom Rennen. Allerdings haben wir gleich zwei Fahrer, wie du mir gerade schön erklärt hast, auf dem geteilten 10. Platz. Encanoa vor Helim, der da einen einzelnen Zehner mitnimmt. In der Fahrerwertung führt McLaren, in der Teamwertung ebenfalls McLaren vor Williams und Haas. Renault, Mercedes und Alpha Tauri auf Platz 6. Racing Point und auch noch was Zählbares, 7 Punkte, Ferrari auch 4 Punkte und dann 2 Teams ohne was Zählbares. Alfa Romeo und Red Bull Racing, der Fun Fact, Alfa Romeo und Red Bull Racing hatten ja letztes Jahr schon ihr Kampf im Mittelfeld. Jetzt haben sie es aktuell nach dem ersten Rennen um die rote Laterne. Und weiter geht es im nächsten Rennen in Australien. Wir fahren nach Melbourne im Albert Park. Eine weitere hochinteressante Strecke, auf der wir weiter in unserer Saison voranschreiten. Das war's vom Bahrain Grand Prix 2020. Vielen Dank fürs Zuschalten. Ich bedanke mich und übergebe für die letzten Minuten, auch wenn ich gar nicht der Hauptkommentator bin, die letzten Momente an dich, Simi. Ja, Tobi, kein Problem. Ich bedanke mich, dass du so kurzfristig als Ersatz eingesprungen bist. Im Hintergrund noch ein paar Szenen vom heutigen Rennen. Also der Saisonstart, der ist geglückt. Wir haben ein super Rennen gesehen und das kann eigentlich in dem Stile gerne weitergehen. Nächstes Rennen Melbourne. Melbourne immer wieder gut für Spektakel, letztes Jahr demonstriert. Und ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein, wenn es heißt, die 5 roten Lichter gehen an, sie gehen aus und das Rennen ist freigegeben. Bis zum nächsten Mal.